Was für eine verlassene Gegend. Karge, vertrocknete Bäume, halb bedeckt vom Schnee. Die Häuser und Hütten sind verlassen und in sich zusammengestürzt. Wie soll ich da als Weihnachtsmann mein humorvolles Ho, ho, ho über die Lippen bekommen? Es gibt hier nichts für meine weihnachtliche Stimmung. Eigentlich wundert es mich, dass dieser Ort in Transsilvanien überhaupt auf meiner Route liegt. Wer von meinen trotteligen Elfen hat bloß diese Flugroute geplant? Bestimmt Will, dieser Analphabet. Schon letztes Jahr hat er mich mehrfach im Kreis fliegen lassen. Am besten ist, ich überprüfe die Karte. Wo habe ich sie nur? Ah, da ist sie. Also, die Karpaten habe ich gerade hinter mir gelassen. Und das dort unten sieht nach dem Sumpf des Schreckens aus. Das gammelige Moor rieche ich bis hier oben rauf. Laut dem eingezeichneten Weg soll das Kind einige Kilometer östlich leben. Will hat nur ein Kreuz am Ziel gemacht. Sonst schreibt er immer Notizen über das zu beschenkende Kind. Diesmal leider nichts. Überhaupt, was ist das für eine alte Karte? Sie ist ziemlich verblasst und zerfällt scheinbar jeden Moment. Wie auch immer. Hü, meine lieben Rentiere, kommet, nicht schlapp machen. Wichsen, hör auf zu spielen, das kannst du das ganze nächste Jahr über. Das graue Schloss dort am Horizont muss mein Ziel sein. Endlich. Unheimliches Schloss. So trostlos. Liegt auf einem Bergmassiv. Die Mauern zum Teil eingestürzt. Und in den beiden Türmen leben bestimmt mehr Fledermäuse, als mir lieb ist. Allein die tristen grauen Steine machen depressiv. Und daneben liegt sogar ein Friedhof. Hier muss wirklich eine arme Seele hausen. Ich hoffe, ich habe das richtige Geschenk in meinem magischen Geschenkesack dabei. Der Hof ist mit alten Holzkarren und Unrat total zugemüllt. Da kann ich nicht landen. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner und Blitzen! Landet dort auf dem Balkon! Hü! Brr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 r
Ho, ho, ho! Ja, ich bin gekommen, weil es hier ein Kind gibt, das sich frohe Weihnachten gewünscht hat. Wo ist der kleine Racker? Er spielt gerade in der Haupthalle. Ich führe euch hin, werter Weihnachtsmann. Ich folge. Wie lautet euer Name, gute Frau? Nennt mich Dahlia. Gern. Die Korridore sind sehr dunkel. Könnt ihr den Weg sehen, Dahlia? Trotz meines Alters ist mein Augenlicht noch so gut wie zu den Tagen der Kindheit. Mir ist das zu dunkel. Warum bin ich nicht eher darauf gekommen? Ich habe doch meinen Geschenkesack. Mal schauen. Wo habe ich sie nur? Ein Baseball, Skier, ein Plasmafernseher. Wer hat sich denn das alte Ding gewünscht? LCD ist doch in. Egal. Ah, da ist ja die Taschenlampe. Ich bin sprachlos. Was ist das für ein Zauberbeutel? Gute Frage, Dahlia. In diesem Beutel ist der Zauber von Weihnachten. Ohne diesen magischen Sack würde ich mich dumm und dämlich schleppen bei all den Geschenken, die sich die Menschen heutzutage wünschen. Ja, ich vermisse die Zeiten, in denen die Kinder zufrieden waren mit Zuckerstangen, Lebkuchen und Holzspielzeug. Doch heutzutage Spielkonsolen, Fernseher, Autos. Also, was es auch ist, Sie können das aus Ihrem Sack holen? Praktisch ja, ich habe ein volles Warenlager. Geht nicht mal auf den Rücken. Übrigens, ist es noch weit? Ein paar Treppen noch. Ein paar. Ach, so viele Stufen. Wie weit ist es denn noch? Nur noch ein kurzes Stück. Ist es noch weit? Ja, sehr weit. Wir sind da. Hinter der großen Eichentür ist die Haupthalle. Sicher? Wir sind bestimmt über eine Stunde lang Treppchen rauf und runter gegangen. Ich komme mir vor, als wäre ich durch hunderte von Kaminen geklettert. Würden Sie bitte die Tür öffnen? Sie geht ein wenig schwer. Aber klar doch. Merkwürdige Haupthalle. Sieht mir eher nach einer Gruft aus mit all den Kerzenleuchtern und Särgen. Und das Kind scheint mir auch schon erwachsen. Jedenfalls so, wie er die junge Frau im Arm hält und im Nacken küsst. Wie klug. Und doch so naiv. Sie sind ja gar keine alte Frau. Eher, wow, recht attraktiv. Charmant bis zuletzt. Danke. Was soll das ganze Spiel? Das kann ich aufklären. Ich hatte sie etwas später erwartet. Sonst hätte ich mein Essen vorverlegt. Aber ich konnte auf das süße Blut dieser Jungfrau einfach nicht verzichten. Also, ich kann auch später wiederkommen. Seien Sie mein Gast, Weihnachtsmann.
so gern ich Einladungen schätze, ausgerechnet heute Nacht habe ich ein paar Millionen Verabredungen. Wie wäre es mit niemals? Stets zu scherzen bereit. Ich bin eine Frohnatur und es ist schließlich Weihnachten, das Fest der Freude. Und der Wünsche. Darum geht es also. Was wollen Sie? Das hier. Hey, mein Sack! Jetzt nicht mehr. Hier, bitte, Graf. Graf? Verzeihung, wo bleibt mein Anstand? Ich bin Graf Gustav von Dracula. Gustav? Kein Wort. Mein Vater neigte dazu, grausam zu sein. Auch in der Namenswahl. Stimmt. Gib mir meinen Sack zurück, Dracula. Für dich ist er nutzlos. Das stimmt nicht. Dank ihm kann ich meinen seligsten Wunsch erfüllen. Ein heiles, sauberes Schloss? Nein. Lass mich nochmal raten. Einen brandneuen Sarg mit Samtbezügen und rostfreien Scharnieren. Witzig. Nein. Endlich kann ich die Weltherrschaft an mich reißen. Indem Sie Toys R Us Konkurrenz machen? Ich benutze den Sack und erwecke meine Armee der lebenden Toten. Dann starte ich einen Eroberungsfeldzug, den die Welt noch nicht gesehen hat. Wie soll das gehen? Solche Macht hat mein Sack nicht. Oh doch, auf eine gewisse Art. In einem alten Zauberbuch habe ich es gelesen. Sagt Ihnen der Name Merlin etwas? Ein alter Magier hatte das Talent, dass seine Zaubersprüche zu oft daneben gingen. Aber er war der Einzige, der in der Lage war, den Sack einmal zu reparieren. Das stimmt. Da hatte noch so ein Scherzkeks Nägel in den Kamin geschlagen. An ihnen habe ich meinen Sack aufgerissen. Merlin war der Letzte, der noch magisches Garn besaß. Doch was hat das mit dem Erwecken von Zombies zu tun? Nichts. Merlin besaß einst eine außergewöhnliche Lampe. Sobald sie leuchtete, erwachten die Toten und derjenige, der sie entzündete, dem gehörte die Kontrolle über sie. Ich weiß genau, dass sie noch am Tag, bevor er den Sack flickte, da war. Denn ich wollte sie stehlen. Leider war sie danach verschwunden. Viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte habe ich nach ihr gesucht. Dann bist du ja doch eine alte Hexe, aber hast dich verdammt gut gehalten. Schmeichler. Kurz, ihr glaubt, die Lampe ist irgendwie in meinem Sack gelandet. Genau so muss es sein. Dahlia, schau nach. Dann werfen wir mal einen Blick ins magische Reich des Weihnachtsmanns. Das ist ja das reichste Spielzeuglager, das ich je gesehen habe. Nur ein bisschen unorganisiert und unordentlich. Aufräumen liegt mir nicht. Und die Elfen weigern sich, es für mich zu tun. Würde ich auch. Wie habt ihr es eigentlich geschafft, mich hierher zu locken? Kein Elf kann meinen Reizen widerstehen. Wie leicht sie doch um den Finger zu wickeln sind. Männer. Diese blöden Elfen. Ich glaube, ich muss wieder meine Route raussuchen. Böser Weihnachtsmann. Ah, da ist die Lampe. Hätte nie geglaubt, dass ich Aladins Wunderlampe besitze. Hier, bitte, Graf. Endlich, nach all den Jahrhunderten des Suchens. Merlins Lampe ist mein. Mein, mein! Nun steht meiner Herrschaft nichts mehr im Wege. Was machen wir mit dem Dicken? Hey, ich bin nicht dick, nur gut gebaut. In den Kerker. Mit seiner Hilfe werden wir den Nordpol leichter erobern. Ritter, bringt ihn weg. Toll, jetzt werden sogar leere Konservendosen lebendig.
Merlins Lampe gehört mir. Die Macht ist in meinen Händen. Hey, na wartet. Fürs Schubsen schenke ich euch einen Dosenöffner. Was für eine atemraubende Hotelsuite. Gammeliges, stinkendes Stroh auf dem Boden, ein Fenster mit Gitterblick auf den Friedhof und ein Skelett als Ausstattung. Zum Glück haben die mich nicht wie ihn mit einer Metallkrause um den Hals an die Wand gekettet. Armer Zeitgenosse. Wenn ich nicht einen Weg hier rausfinde, werde ich bald genauso hässlich aussehen. Hässlich? Wer ist hier hässlich, du Cola-Werbung? Hilfe! Ein sprechendes Skelett? Ein Skelett? Wo? Ach so. Du meinst ja mich. Ein anderes Skelett sehe ich nicht. Wer bist du? Jack Pumpkin der Dritte. Aber nenn mich einfach Jack. Und du, du alter Bademantel? Der Weihnachtsmann. Sieht man das nicht? Ja, jetzt wo du es sagst, der weiße Bart, die roten Klamotten, es gibt wirklich nur einen, der so bescheuert rumläuft. Wenigstens bin ich nicht nackt. Hey, wär ich auch nicht, wenn ich diese Schlampe Dahlia mich in Brand gesetzt hätte, mein schöner Anzug. Ich rieche immer noch nach verkohlten Stoff. Du hast keine Nase. Aber eine rege Fantasie, Kein Wunder, dass du dafür Dahlia Feuer und Flamme warst. Hey, beleidigen kann ich mich selbst, Weißbart. Verzeihung. Schon gut. Tut gut, sich mal wieder zu unterhalten. Warum bist du hier, Jake? Weil ich als Vertreter von Halloween in dieser dunklen Gegend immer mit einer Lampe rumlaufe. Da dachte die, die sei magisch. Dabei habe ich sie nur, um nicht über meine eigenen Knochen zu stolpern. Und seitdem sitzt du hier. Ja, und das seit Jahren. Garantiert hat mein idiotischer Vetter meinen geliebten Job übernommen. Warum muss er nur die Farbe rosa so gern haben? Die passt doch überhaupt nicht zum Fest des Grauens. Das passt dir eher zu Weihnachten? Wolltest du das sagen? Nein, ich meinte eigentlich Ostern. Hey, was ist da los? Dracula hält eine Rede auf dem Friedhof. Hilf mir mal hoch, ich will auch etwas sehen. Du weißt, dass du keine Augen hast? Ich sehe mit der Fantasie. Wie auch immer, natürlich kann ich sehen. Neben ihm steht diese Schlampe Dahlia. Was haben die vor? Sie erwecken mit der magischen Lampe Merlins die Toten. Igitt, faulige Zombies. Die sind ja noch hässlicher als du. Und das sagt ein Skelett. Das ist die Macht der Lampe. Schrecklich. Wieso hattest du sie eigentlich? Wolltest du etwa auch die Toten beschenken? Durch einen Zufall landete sie in meinen Geschenkesack. Bis heute wusste ich nichts davon. Wir müssen Dracula aufhalten, sonst ist das ganze Jahr über Halloween. Hey, ich liebe Halloween und hätte nichts dagegen, wenn es für immer wäre. Aber nicht mit Dracula als Vertreter. Wie halten wir ihn auf? Sobald das Licht der Lampe erlischt, verliert er die Macht über seine Zombie-Armee.
Am besten wir zerstören das magische Ding. Können wir die Lampe so einfach zerstören? Ich hoffe. Ich habe da so einen Spezialhammer im Geschenkesack. Spezialhammer? Für die Sparschweine der Elfen. Damit knacke ich jedes dieser Zauberschweine. Du beklaust die Elfen? Ist eine andere Geschichte. Will ich hören, wenn wir hier raus sind. Apropos raus. Hast du eine Idee, wie wir hier rauskommen und ich meine Metallhalskrause loswerde? Die Kerkertür ist stabil. Ohne eine Axt kommen wir da nicht durch. Ich kann durch das kleine Türfenster den Metallriegel sehen. Man muss ihn nur aufschieben. Vielleicht komme ich mit der Hand ran. Mist, nicht lang genug. Ich wusste es. Einsam und allein werde ich in diesem Kerker bis in alle Ewigkeit verweilen. Weißt du, diese feuchte Luft bekommt meine Knochen überhaupt nicht. Gibst du immer so leicht auf? Ich weiß, wann meine Stunde geschlagen hat. Nie wieder werde ich Kürbistee trinken können, euch Unglückseliger. Vertrau mir, ich habe eine Idee. Leiste mir einen Arm? Was, mein Arm? Gern. Danke. Hey, du hast mir den ganzen Arm abgerissen. Das tut weh. Mehr oder weniger. Moment mal, was hast du vor, Rotkugel? Ich benutze deinen Arm als Verlängerung. So, ihn zusammen mit meinem durch das Türfenster stecken. Klappt. Und nun, Jack, kannst du den Riegel ziehen? Erstaunlich. Ich habe noch immer Kontrolle über meine Hand. Sieh her. Wir sind frei. Und hier hast du deinen Arm zurück. Danke, ich setz ihn wieder an. Gehst du rein, du Arm. Oh, da. Okay. Wieso wusste ich eigentlich nicht, dass ich meinen Körper auseinandernehmen kann, wenn ich will? So, kurz den Kopf angehoben. Und ich bin die Halskrause los. Schnell, verschwinden wir von hier. Ja, okay, aber wohin? Bestimmt ist Dracula in seiner Gruft. Dort werden wir ihn aufhalten. Zusammen können wir es schaffen. Na dann los, Mann! Kommen uns drei Ritter mit gezückten Schwertern entgegen. Ohne einen Kampf kommen wir nicht an ihnen vorbei. Hey, kannst du bowlen, du Geschenkeschlepper? Ja, wieso? Dann schnapp dir mal meinen Kopf und... Genau. Ah, ich verstehe. So, deinen Kopf gepackt. Au, stich mir nicht mit deinen dicken Fingern ins Auge. Ach, verdammt, ich hab ja gar kein Auge mehr. Halt den Rand. So, zielen und ab geht's. Strike! Alle Neune! Gut gemacht, Jack. Oh Mann, ist mir schwindlig und schlecht. Aber das war ein Heidenspaß. Das sollten wir öfters machen. Quatsch nicht. Schnapp dir lieber deinen Kopf und dein Schwert und dann weiter. Schon gut, Rentiertreiber. Dort vorne ist Draculas Gruft. Dann sollten wir ab jetzt leise sein. Du bist doch der mit der lauten Klappe. Ich bin ein Skelett und Skelette müssen klappern. Das ist Tradition. Psst. Ja, ich hab's ja verstanden. Siehst du, was Dahlia und Dracula so treiben? Dracula versucht den Zombies Anweisungen zu geben. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Nein, nein, nein! Ich sagte...
Stellt euch im Quadrat auf, nicht im Kreis. Also los, nochmal. Quadrat, sagte ich, kein Dreieck. Vergeblich, Sie haben kein Hirn mehr im Kopf. Womit habe ich so viel Blödheit auf einem Haufen verdient? Versuchen Sie mal, Graf, ob die wenigstens mit Waffen umgehen können. Schließlich waren es einst Krieger. Gute Idee. Zombie-Soldaten, ergreift Schwerter, Morgensterne und Lanzen. Selbst mit den Waffen können sie nichts anfangen. Bei manchen sind die Schwerter so schwer, dass es ihnen beim Anheben die Arme sogleich abreißt. Beim Satan, die werden alle sterben. Die sind schon tot. Toter als tot geht nicht. Nerv du mich nicht auch noch. Hey, wessen Idee war die unbesiegbare Zombie-Armee? Halt mir nicht meine genialen Pläne vor. Ja, im Genial daneben gehen. Die sind völlig hirnlos. Sind das nicht alle Armeen? Die zanken sich untereinander. Das sollten wir ausnutzen. Wo ist die magische Lampe? Dort, auf Draculas Sarg. Direkt in der Mitte der Gruft. Mein Geschenkesack liegt daneben. Ich werde mich hineinschleichen und beides klauen. Warum du? Ich bin Tratiger, du alter Keksmampfer. Außerdem sehe ich fast wie ein Zombie aus. Aber nur fast. Die haben wenigstens noch ein wenig Fleisch auf den Rippen. Das sagt genau der Richtige. Von wegen Fleisch auf den Rippen, ha? Na schön, mach. Aber leise. Meine Spezialität. Was war das? Ah, Mist, ein Krampf im Knie. Oh, ich hätte im Kerker mehr Gymnastik machen sollen. Es ist der Kürbiskopf. Er hat sich befreit. Los, ihr Zombies, tötet ihn. Die Dinger sind zu langsam. Ich kümmere mich um ihn. Nimm das! Ah, Bradonaris! Wow! Dieses Biest wirft Blitze nach mir! Willst du Zeus Konkurrenz machen? Ah, verdammt! Der Blitz hat mir das Schwert aus der Hand geschleudert! Hör auf, wegzulaufen, Skelett! Früher oder später erwische ich dich. Oh. Daneben! Jack ist wie ein hakenschlagender Hase. Er lenkt die beiden gut ab. Doch so langsam die Zombies auch sind, wenn ich nicht eingreife, werden sie ihm zum Verhängnis. Also los. Ho, ho, ho! Der andere ist auch frei. Zombies! Angriff! In der Hölle sollst du schmoren! Schmeckt mein Schwert, ihr fauligen Monster! Hinter der Säule verstecken hilft ja auch nicht weiter! Nehmt das! Und das! Na, wie ist es ohne Kopf auf den Schultern? Besser Arm ab als Bein. Passt irgendwie nicht. Auch wenn du dich gut schlägst, Weihnachtsmann. Einer Zombie-Übermacht bist du nicht gewachsen. Da hat er leider recht. Jack, hör auf, dich vor der Hexe hinter der Säule zu verstecken. Lange schaffe ich es nicht, die lebenden Leichen aufzuhalten. Puste die Flamme an der magischen Lampe aus. Nur so können wir sie aufhalten. Auspusten? Du bist witzig. Wie denn ohne Lungen? Lass dir etwas einfallen.
Ach, natürlich. Lass dir was einfallen. Lass dir was einfallen. Der hat gut reden. Hey, Knochengestell! Ignorier mich nicht! Ich müsste die Hexe dazu bringen, einen Blitz auf die Lampe zu schleudern. Genau so mache ich es. Erst näher anlocken und dann laufe ich zum Sarg mit der magischen Funzel. Talia, du bist die hässlichste sexy Hexe, die ich je gesehen habe. Danke, Knochen. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Die sieht das auch noch als Kompliment an. Ich hätte vielleicht das eine sexy weglassen sollen. Ja, mein Bein! Der Blitz hat mein Bein getroffen. War nur eine Frage der Zeit. Ergib dich, damit ich dich mit den Blitzen endgültig zerschmettern kann. Es klappt. Sie kommt näher. Meine Wade, es tut so weh. Jetzt ist es aus. Moment, du hast gar keine Wade. Ups, und jetzt schnell weg. Ah, du wolltest mich austricksen. Aber nicht mit mir. Nimm das. Hui, das war knapp. Jetzt schnell hinter den Sarg mit der Funzel springen. So. Abradonaris! Ah, meine Augen! Die Explosion hat mich geblendet. Der Blitz hat die Lampe getroffen und die Flamme in einer magischen Energieexplosion erloschen. Nimm das, Hexe! Eigentlich hasse ich es, Frauen zu schlagen, aber niemand schießt ungestraft Blitze nach mir! Meine Zombies, sie sterben, verwandeln sich in Staub! Asche zu Asche, Staub zu Staub. Gut gemacht, Jack. Kinderspiel. Hier, fang dein Säckchen, Kaminrutscher. Danke. Und nun zu dir, Dracula. Was willst du schon machen, Weihnachtsmann? Ich bin unsterblich. Ich bin übermächtig. Ich bin der Gott des Bösen. Das werden wir sehen. Mal schauen, ob ich was Passendes im Sack habe. Nichts kann mich aufhalten. Schon bald werde ich mit der Lampe neue Zombies erwecken. Genau, das könnte funktionieren. Hier, fang das Geschenk fürs Restaurant von Helsing. Ah, Knoblauch! Und da noch eine ganze Knollenkette. Wie geht's? Mir schwinden die Kräfte. Und hier habe ich noch etwas Besseres. Eine Handvoll Rosenkränze mit Kreuzanhänger für die heiligen befleckten Jungfrauen des St. Burton Klosters. Kruzifixe, nicht doch. Ihre Macht entzündet mich. Ah, ich verbrenne. Moment, da habe ich sogar etwas zum Ablöschen. Weihwasser aus dem Hause Blade. Das Richtige für den Vampirjäger von heute. Ah, ich schmelze! Kannst du dich mal entscheiden, brennen oder schmelzen? Ah, das wirst du mir büßen. Eines Tages. Bla, bla, bla. Hey, hast du auch noch etwas für mich, das ich Dracula schenken kann, Kutscher? Wie wäre es mit diesem besonders edlen und spitzen Holzpflock, den sich so eine freche Göre aus Sunnydale gewünscht hat? Eine Göre aus Sunnydale? Da bin ich ja baff. Ih, Schmetterlinge, widerliche Kreaturen. Aber ja, an sowas hätte ich gedacht, ja. Nimm das, Spitzzahn! Gnade!
Er löst sich vollends auf. Ich weine ihm keine Tränen nach. Selbst wenn ich noch weinen könnte. Lass uns von hier verschwinden, Jack. Gute Idee. Ich hol nur schnell die Funzel. Hä? Wo ist sie? Die Lampe ist verschwunden. Bitte? Ja, und Sexy Hexy auch. Ein anderer Tag, ein anderer Ort. Nun heißt es Abschied nehmen, Jack. Und du bist sicher, dass ich dich nicht mitnehmen soll? Ach, ich finde diese Gegend eigentlich recht angenehm und will noch ein wenig spazieren gehen. Ich habe nämlich so ein Faible für gruselige Orte. Die sind so entspannend. Wie du willst. Danke für alles. Und hier, dein Geschenk. Frohe Weihnachten! Ah, Kürbistee! Danke. Zwar die Instant-Version, aber hey, besser als nichts. Bis irgendwann, Jack. Schneller, meine Rentiere. Wir haben viel Arbeit aufzuholen. Geschenke müssen ausgeliefert werden. Ho, ho, ho! Leg dich nicht mit dem Weihnachtsmann an. Das etwas andere Hörspiel von Biohazard Studio. Es sprachen Günther David als Weihnachtsmann, Yoshi Hayek als Jack Pumpkin, Kerstin Rappan als Dahlia und Hans Tont als Dracula. Story und Skript Martin Carter. Musik und Biohazard Studio Jingle Thomas Kräftler. Weitere Musik Kevin McLeod in Compitech. Soundeffekte www.freesound.org. Besonderer Dank an Frauke Hemmelmann, Hartmut Breuer, GB Media. Biohazard Studio Logo Design Wolfgang N. Darkness Design. Regie und Schnitt Sascha Leupold. Das Hörspiel ist kostenlos erhältlich und unterliegt der creativecommons.org. Weitere Infos unter www.biohazard-studio.forumsprofi.de oder www.gbbmedia.forumsprofi.de oder auf Facebook unter Martin Carter Production. Ich glaube, ich sollte mein nächstes Halloween am Nordpol feiern. Den Dicken wird's gruseln.